Es hat was sehr Ruhiges, manchmal fast wie so eine Art Meditation. Und ich bin total froh, dass ich jetzt die Chance hatte, auch in so einer Spontanität was Neues auszuprobieren. Und dem Purcell-Abend oder dieser Purcell-Oper, die ja sowieso schon dadurch, dass sie nur eine Stunde ist, dass man das Gefühl hat, in einer Stunde werden Zweifel, Liebe, Verrat, Verzweiflung, das wird ja alles so komprimiert, ganz, ganz, ganz extrem verdichtet gezeigt, dass wir da so eine eigene Sprache für gefunden haben. Dido ist die Königin von Karthago und sie ist eine sehr, sehr starke, mächtige Frau. Und trotzdem ist sie von Anfang an gequält. Das Schicksal ist nicht gut und obwohl sie eine mächtige, starke Warrior Princess Frau ist, kann sie das nicht ändern. But from Das Gefühlschaos für Aeneas ist sehr groß. Er liebt seine Arbeit und seine Pflicht. Seine Treffung mit Dido kommt als eine Überraschung und seine Welt ist nicht in Ordnung. Die Goethe spricht mit ihm, nach Treu zu fahren, aber denke ich, sein Herz bleibt bei Dido. Pflicht hat über Liebe gewonnen. Sonst ist eine große Anforderung sicher der Chor, weil wir entschieden haben, den Chor auf der Bühne zu haben. Und da war natürlich Abstand, das, was wir im normalen Leben auch kennen, Abstand halten. Wie geht man mit Bedingungen um? Wie kann man auch jeden Einzelnen einladen, Lust zu haben, mitzumachen? Weil das ist in einem Kollektiv gar nicht so einfach. Das ist wie in der Gesellschaft. Es gibt Stimmen, die gehen in die Richtung, es gibt Stimmen, die gehen in die Richtung. Das war natürlich sicher eine besondere Aufgabe, aber ich fand, hier im Haus haben das alle total nach vorne getragen, waren unglaublich produktiv und eigentlich jeder hatte immer am Ende den Wunsch, dass die Produktion stattfindet und dass wir das Publikum auch einladen, dann daran teilzuhaben. Deswegen hoffe ich, dass es bald eine Premiere gibt.